Über vier Themen möchte ich Sie heute informieren. Als erstes über die Sitzung unseres Parteivorstands vom Samstag und von der Sitzung der Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden unserer Partei, die zurzeit läuft. Wir natürlich auch Stellung nehmen uns zu der Tötung Osama bin Ladens. Wir werden noch einige Bemerkungen zum 1. Mai machen und dann zu einer aktuellen Forderung, nämlich zur Forderung nach einer Erhöhung der Pendlerpauschale, eingehen. Als erstes zu unserer Parteivorstandssitzung. Ich möchte als erstes mit einer Falschmeldung aufräumen. Es ist keinesfalls so, dass wir irgendwelcher Finanzprobleme gerade anheimgefallen wären. Im Gegenteil, unsere Finanzen sind solide. Wir haben allerdings tatsächlich momentan darüber diskutiert, wie wir innerhalb unserer Finanzplanung mehr Geld freisetzen können für tatsächlich Kampagnen, für Wahlkämpfe und Ähnliches. Also es geht darum, innerhalb des Finanzhaushalts Umschichtungen vorzunehmen, die uns in die Lage versetzen, mehr wie bisher kampagnenfähig zu sein. Hintergrund der ganzen Debatte ist natürlich die Tatsache, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Parteien bei weitem weniger Spenden erhalten, insbesondere aus Industrie- und Finanzsektor. Ich sage aber auch dazu, dass wir diese Spenden nicht wollen. Andererseits aber auch die Position haben, dass wir der Auffassung sind, dass wir inzwischen schon langsam von Finanzierung der Parteien aus bestimmten Quellen reden müssen. Und deshalb haben wir auch die Auffassung, dass wir diese Frage einschränken müssen, in welcher Weise eigentlich Parteien von wem wie finanziert wird. Denn meine Erfahrung ist immer, wenn einer Geld gibt, dann will er auch was dafür. Unsere Spenden, die wir auch in geringerem Maße erhalten haben, im Übrigen von Kleinspenden in der Regel, also von Mitgliedern, die den ein oder anderen Euro oder von Sympathisanten, die den ein oder anderen Euro abdrücken. Ein weiteres Thema, mit dem wir uns in unserer Sitzung beschäftigt haben, war natürlich dieses antisemitische Flugblatt, das auf einem Link, mit einem Link auf einer Webseite des Kreisverbands unserer Partei in Duisburg aufgetaucht ist. Unser Vorgehen ist ganz klar, wir distanzieren uns von diesem Flugblatt mit aller Klarheit. Wir unterstützen ganz besonders den Kreisverband Duisburg in seinem Vorgehen, der die Distanzierung, die Aufklärung und auch die Strafanzeige in dieser Frage klar als seine Position formuliert hat. Es gibt von uns, vom Parteivorstand, die klare Ansage, dass Antisemitismus bei uns keinen Platz hat. Und wir distanzieren uns ebenfalls von Aufrufen zu Boykott von israelischen Wahlen. Da haben wir eine ganz klare Position, an der wir auch nicht rütteln lassen. Die Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden heute diskutiert die Lage der Partei. Wir haben uns im Vorfeld, im Vorstand, auf eine Positionierung verständigt, was nun die nächsten Ziele unserer Partei, insbesondere in diesem Jahr, sein sollen. Darüber diskutieren eben unsere Fraktions- und Parteivorsitzenden der Länder. Dabei geht es aus unserer Sicht um folgende Punkte. Wir wissen, dass diese Personaldebatte alles andere als erfolgreich für die Linke ist. Deshalb sind wir uns einig darüber, dass wir sehr wohl eine inhaltliche Debatte in unserer Partei brauchen, nämlich die Frage, in welcher Weise wir uns auf gesellschaftliche Realitäten einstellen und möglicherweise auch die ein oder andere Frage pointierter als bisher darstellen müssen. Auch die Frage, in welchen Themen wir uns weiter befinden. Dabei spielt eine besondere Rolle das, was wir am Samstag diskutiert haben. Wir haben besprochen, dass wir eben den Themen, die in dieser Gesellschaft aktuell sind, ein ganz besonderes linkes Gesicht geben müssen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir über einen ökologischen Umbau reden, natürlich die Frage stellen müssen, wer ihn bezahlt. Und natürlich wollen wir dabei vor allen Dingen berücksichtigt wissen, dass nicht die Menschen in unserer Gesellschaft, die schon auf der untersten Kante der Einkommensskala leben, weiter die sind, die dann auch in diesem Bereich die sind, die das ganze Ding finanzieren sollen. Das bedeutet auch, dass wir aufpassen müssen, wie wir das mit den Preisen gestalten. Es kann nicht sein, dass im Ergebnis einer ökologischen Wende nur ein geringer Teil der Bevölkerung sich bestimmte Produkte kaufen kann, die man notwendigerweise zum Energiesparen braucht.
Das ist ein Thema, das wir aufgreifen wollen. Wir wollen sozusagen die ökologische Wende begleiten, wollen sie in eine Richtung lenken, dass sie tatsächlich auch für abhängig Beschäftigte, für Leute im Arbeitslosengeld II-Bezug, aber auch für Selbstständige, die sozusagen knapp mit ihren Mitteln umgehen müssen, dass wir die nicht abkoppeln von dieser Entwicklung. Das ist sozusagen das Ziel bei dem Thema ökologische Wende, Energiewende organisieren. Wir wollen sie sozial gestalten. Das ist unser Ansatz. Wir wollen im Übrigen auch die Frage des Eigentums dabei immer wieder ins Spiel bringen. Wir treten nachdrücklich dafür ein, dass wir zu einer Rekommunalisierung der Energieversorgung beitragen, nämlich in der Weise, dass wir tatsächlich im Ergebnis wirtschaftliche Entscheidungen unter demokratische Kontrolle bringen. Auch wirtschaftliche Entscheidungen, die im Zusammenhang mit Energieversorgung getroffen werden, Preisgestaltung und Ähnliches. Dabei spielt natürlich immer noch eine besondere Bedeutung, dass wir uns gegen weitere Privatisierung der öffentlichen Daseinsversorgung wehren werden, nämlich insbesondere im Gesundheitsbereich, aber auch bei Wohnungen, bei Wasser und Abwasser und Ähnlichem. Ein weiteres Thema, das wir angreifen wollen, so haben wir es festgelegt, ist die Frage, dass wir guten und weiterhin bezahlbaren Wohnraum in der Bundesrepublik Deutschland haben. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir diese Spekulation, die mit Mietraum stattfindet, auch bei uns in der Bundesrepublik, dass wir die vernünftig eindämmen. Wir streiten dabei für gesetzliche Mietobergrenzen, also in einer bestimmten Dynamik. Und wir wollen eine Steuer auf Gewinne bei Weiterverkäufen diskutiert haben, weil wir wissen, dass damit möglicherweise eben die Wohnungsspekulation ein Stück weit eingeschränkt werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt für uns bleibt die Frage, dass dieser Aufschwung eben nicht bei allen Menschen ankommt, sondern dass wir inzwischen Löhne haben in unserem Land, wo Michael Sommer davon spricht, dass der Lohn bei uns in der Bundesrepublik Deutschland so billig ist wie Dreck. Und dem können wir nur zustimmen. Deshalb bleibt es bei unserer Forderung und bei unserem Kampf, insbesondere jetzt auch nach der Freizügigkeit in Europa seit dem 1. Mai, dass wir den Mindestlohn als oberste Priorität mit betrachten, aber eben nicht nur den Mindestlohn, sondern insgesamt die Lohnentwicklung in unserem Land. Sie wissen, die Gewinne der Konzerne, insbesondere der Automobilkonzerne, haben nun exorbitante Größen erreicht. Und wir wissen gleichzeitig, dass die Preise sich in einer Art und Weise in der Republik entwickeln, dass die Lohnerhöhungen der Menschen im Prinzip aufgefressen werden. Und es kann nicht sein, dass an diesem Aufschwung nur eine kleine Gruppe von Menschen verdient. Wir wollen uns dieses Themas annehmen. Wir bleiben dabei, dass wir Kriege natürlich nicht unterstützen. Es bleibt bei unserer Forderung nach einem sofortigen Stopp des Kriegs in Libyen und natürlich auch des Rückzugs der Bundeswehr aus Afghanistan. Ein weiteres Thema, das ist nicht neu, ich will es nur noch mal ansprechen, ist natürlich die Frage soziale Gerechtigkeit, Gestaltung des Sozialstaats. Wir werden jetzt unsere Programmdebatte auch dazu benutzen, dass wir im Mai und Juli einen Leitantrag vorlegen als Parteivorstand, den wir dann bis 7. Oktober mit Änderungsvorschlägen versehen, am 7. Oktober entsprechend beschließen wollen. Ja, diese Partei ist in einem Zustand zurzeit, unsere Partei ist in einem Zustand, der ist, könnte besser sein, das wissen wir alle. Aber wir wollen das als Chance begreifen, jetzt die inhaltliche Debatte voranzubringen und damit auch wieder deutlich zu machen, für was die Linke steht. Die Linke muss eine Partei sein, die auf der Seite der Menschen steht, die, ich sage mal ganz platt, nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern die ganz konkret auch betroffen sind von gesellschaftlichen Veränderungen, wie sinkende Löhne, sinkende Renten, wie Transfereinkommen, die aufgrund der Preissteigerungsrate abgewertet werden, wie Studentinnen und Studenten, die Probleme haben, ihre Studienplätze entsprechend zu finanzieren. Wir wollen oder sehen unseren Gebrauchswert, wie man so schön sagt als Linke, darin, dass wir ganz konkret interessenbezogene Politik betreiben für eigentlich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, weil die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sind die Menschen, die durch Arbeit, meistens durch lohnabhängig, aber nicht nur, wir gehen auch auf kleine Selbstständige oder auf Mittelständler zu, die damit ihr Geld verdienen wollen. Und wir fühlen uns weniger zuständig für Ackermann oder Ähnliches.
So, das war der Teil, den ich ansprechen wollte. Wir haben uns natürlich auch zur Tötung Osama bin Ladens verständigt. Ich möchte dazu Folgendes erklären. Die Freude in den USA ist aus meiner Sicht durchaus verständlich, auch wenn rechtsstaatliche Verfahren natürlich den Vorrang vor geheimen Kommandosachen haben müssen. Aber Osama bin Laden ist eben der Drahtzieher der Terroranschläge des 11. September und verantwortlich für unglaubliche Anschläge, die diese Welt erschüttert haben. Und insofern, glaube ich, gibt es niemanden, der das bedauern würde, was da passiert ist. Allerdings, wir dürfen uns keine Illusionen machen, das ist noch lange kein Sieg über Terrorismus. Und man wird den Terrorismus nicht in den Griff kriegen mit weiterhin stark auf völkerrechtswidrige Aktionen setzende Aktivitäten der USA oder der NATO-Staaten. Ich glaube, der Westen würde glaubwürdiger sein, wenn er im Rahmen des Völkerrechts agiert. Im Übrigen wird jetzt von vielen, nicht nur von uns, gewarnt, dass das, was jetzt geschehen ist, zu Racheaktionen auch möglicherweise eben in Europa führen würde. Und dass damit natürlich die Situation in keiner Weise entspannt ist durch den Tod von Osama bin Laden, sondern dass wir damit rechnen müssen, dass natürlich terroristische Aktivitäten weitergehen und dass damit natürlich auch die Angst vor Terror in der Bundesrepublik keinesfalls gebannt ist. Wir bleiben dabei, wir halten Krieg für kein Mittel, um den Terror zu bekämpfen, und wir wollen, dass die Bundeswehr unverzüglich aus Afghanistan abgezogen wird. Noch eine Bemerkung zum 1. Mai. Der 1. Mai wurde von den Gewerkschaften aus unserer Sicht richtigerweise dazu genutzt, dass wir nochmal darauf hingewiesen wurde, was sich tut am Arbeitsmarkt. Ich möchte darauf hinweisen, wir haben in der Bundesrepublik einen Verfall von Sitte und Moral am Arbeitsmarkt. Wir haben die Zunahme von Niedriglöhnen, wir haben die Zunahme von befristet beschäftigt, wir haben die Zunahme von Leiharbeit. Und ich halte es für richtig, dass die Gewerkschaften in dieser Frage sich deutlich positioniert haben. Es ist ein Gebot der Stunde, wieder Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu organisieren. Und wir werden die Gewerkschaften, soweit es uns möglich ist, dabei unterstützen. Die Gewerkschaften haben den Aktionstag 1. Mai zu einem Tag gegen Lohndumping gemacht. Und es ist nicht hinzunehmen, dass nun die Bundesregierung nach 7 Jahren nichts tun in dieser Frage, Mindestlöhne, schlichtweg jetzt auch noch nichts tut, obwohl sich durch die Freizügigkeit in Europa die Situation verschlechtern wird. Aus unserer Sicht ist es nicht akzeptabel, dass die Bundesregierung dort gegen den Willen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes handelt, die einen Mindestlohn wollen. Die Bundesregierung handelt gegen die Interessen der Mehrheit der Bürger in dieser Frage. Und das ist aus unserer Sicht nicht zu akzeptieren. Und zum Schluss zur Pendlerpauschale. Wir haben nun die Situation, dass seit dem Jahr 2004 die Pendlerpauschale eine Größenordnung von 30 Cent pro Kilometer hat. In dieser Zeit sind die Benzinpreise, oder seit dieser Zeit sind die Benzinpreise um rund 50% gestiegen. Das bedeutet, dass sich der Wert der Pendlerpauschale für die Menschen natürlich deutlich verringert hat. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass im Übrigen auch die Fahrpreise des öffentlichen Personennahverkehrs sich nach oben entwickelt haben. Also wir haben wirklich die Situation, dass sich aufgrund der veränderten Energiepreise immer mehr Pendler der Situation ausgesetzt sehen, dass sie mehr Geld dafür ausgeben müssen, damit sie überhaupt zur Arbeit kommen. Das ist nicht hinzunehmen. Wir wollen, dass sich das ändert und treten deshalb dafür ein, dass wir die Pendlerpauschale deutlich erhöhen. Wir schlagen vor, dass wir auf 45 Cent pro Kilometer gehen, sodass wir im Ergebnis dann zumindest die Preissteigerungsrate ausgeglichen hätten, die sich seit 2004 bei den Benzinpreisen ergeben hätten. Im Übrigen, ich möchte darauf hinweisen, dass viele Menschen keine Wahl haben, ob sie mit dem Auto zur Arbeit kommen oder nicht, weil sie in Regionen wohnen, wo sie gar keine Möglichkeit haben. Sie könnten vielleicht nur mit dem Fahrrad fahren, da ist der Weg aber oft zu weit. Also die sind darauf angewiesen, dass sie mit dem Kraftfahrzeug fahren. Und dort heißt es, dass sich im Prinzip dieser Entwicklung, Ergebnis dieser Entwicklung, Arbeit für sie eigentlich immer weniger lohnt, weil ihnen weniger von ihrem Geld überbleibt, weil sie schon so viel fürs Benzin ausgeben müssen. Im Übrigen,
diese Preispolitik ist kein Ergebnis der Steuerpolitik, sondern ein Ergebnis der Profitmacherei von Mineralkonzernen. Und genau dort sind zurzeit die Pendler die Opfer. Die FDP, die ja eine Steuersenkungspartei sein will, lehnt eine Erhöhung ab. Damit verhindert sie, dass dort Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet werden. In den Jahren 1989 bis 2004 wurde die Pendlerpauschale immer wieder erhöht und an die Preisentwicklungen angepasst. Das ist seit längerer Zeit vorbei. Wir sagen, man kann die Pendler nicht zum Opfer der Profiteure machen. Die Argumente übrigens gegen eine Erhöhung sind fadenscheinig. Wir wollen, dass die Pendlerpauschale nach 8 Jahren, das ist der eigentliche Sinn, wieder den Wert hat, den sie vor 8 Jahren hatte. Das ist unser Ziel. Einen entsprechenden Antrag werden wir, sobald es technisch möglich ist, im Bundestag einbringen.